Ja, vielen Dank, und man hört mich schon, ja. Vielen Dank, Mahlzeit, danke fürs Kommen. Ich darf euch herzlich begrüßen, ich duze euch jetzt einfach alle, wir haben auch im Vorfeld gesprochen, wir duzen uns auch alle, ohne verbandelt zu sein, weil es einfach netter ist zum Reden, finde ich. Ich darf auch das Publikum zu Hause beim Livestream herzlich begrüßen und am Freirad, wo auch mitgehört wird. Wir reden in der nächsten Stunde, in den nächsten 90 Minuten über eine der größten Herausforderungen, die wir als Generation, als Menschheit haben, nämlich unser Energiesystem, das sich zum Großteil aus fossiler Energie speist, auf 100% Erneuerbare umzustellen. Und das nicht nur im Stromsektor, sondern die ganze Mobilität, das Heizen, das Warmwasser, die Industrie, Stahlerzeugung, Glaserzeugung, Wirtschaft und so weiter. Also das ist eine Riesenherausforderung. Wir sind gerade mittendrin. Und wo wir da stehen und was dann auch auf uns zukommt in den nächsten Jahren, das bespreche ich mit einem tollen Panel. Neben mir sitzt Cornelia Daniel. Sie ist Solarunternehmerin und hilft Unternehmen dabei, PV-Anlagen zu realisieren. Daneben Florian Maringer. Er ist Energieexperte im Kabinett der Klimaschutzministerin Gewessler. Dieter Thür vom Land Steiermark. Der leitet dort das Referat für Energietechnik und Klimaschutz. Danke fürs Kommen. Und Christian Metschiner, er ist Energieexperte der Landwirtschaftskammer Steiermark. Und das ist heute eine schöne, bunte Runde. Die Wirtschaft, die Bundespolitik. Ja, gerne noch einmal einen Applaus zum Start. Vielen Dank fürs Kommen. Ich würde gern mit einer kleinen Vision beginnen und jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft reisen. Wir haben das geschafft. Österreich ist zu 100% oder vielleicht zu 95%, aber auf jeden Fall großteils mit erneuerbarer Energie versorgt. Fossile gibt es kaum mehr oder gar nicht mehr. Liebe Cornelia, nimm uns mal mit, wie schaut Österreich dann aus? Was ist das für ein Land? Was ist das für eine Landschaft? Ja, wunderschönen Nachmittag auch von mir erstmal. Wie schaut Österreich dann aus? Es wird gar nicht so sehr anders aussehen, außer dass auf jedem Unternehmensdach auf jeden Fall eine Anlage steht. Ich bin ja für Unternehmen zuständig, also mein Herz schlägt für unternehmerische Photovoltaikanlagen und Anlagen im größeren Stil. Und es wird einfach jeder, die diese Chance erkannt haben, auf die billige Energieerzeugung und saubere Energieerzeugung zu setzen. Wir werden es geschafft haben, die Deindustrialisierung aufzuhalten, die gerade stattfindet, weil Unternehmen dorthin gehen, wo billiger erneuerbarer Strom im großen Stil erzeugt werden kann. Und es wird auch sichtbar in der Landschaft sein. Und man wird die ein oder andere Anlage Sonne oder Wind sehen. Aber dieses also viele sehen das ja als Drohbild, aber in Wahrheit brauchen wir 0,5% der Landschaft für die erneuerbare Energieerzeugung. Und wir werden es als Gesellschaft geschafft haben, den Neid aus dieser Geschichte rauszunehmen, weil offensichtlich ist es netter, das Geld nach Russland zu schicken, als wenn der Nachbar Geld verdient mit erneuerbaren Energien. Und ist so. Wir finanzieren lieber einen Krieg, als dass mein Nachbar eine Anlage oder auf seinem Grundstück eine Windkraftanlage steht. Und da müssen wir raus. Ja? Also jeder Investor, der in diese Energieform investiert, nimmt ein Risiko und hat dafür auch das Recht, damit Geld zu verdienen. Und jeder Politiker, jede Politikerin muss alles daran setzen, dass wir diese Gräben in der Gesellschaft und auch diese Verhinderungspolitik, ja, also wir sehen einfach auf vielen Ebenen, wenn solche Projekte umgesetzt werden, Angst, Neid, Missgunst und vielleicht auch Unwissenheit. Ja. Und wir werden nach diesen 20 Jahren sehen, dass es nicht wehtut, wenn dort Anlagen stehen, am Dach, auf den Feldern, wenn Windräder stehen,
Wir werden sie so wahrnehmen wie heute Strommasten und wir werden froh sein, dass wir es geschafft haben und dass wir auch unseren Wohlstand erhalten haben. Wir können den Wohlstand nicht erhalten, indem wir jedes Projekt, das sich mit erneuerbaren Energien oder Netzausbau beschäftigt, verhindern. Und dieser Konsens, der muss in der Gesellschaft her, dass jeder dankbar ist für jeden, der in so ein Projekt investieren möchte und auf einem Strang gezogen wird, auf Landesebene, Bundesebene, um alle Hürden aus dem Weg zu schaffen. Mein persönlich großer Mentor ist Hermann Scheer, das ist einer der größten Energiepolitiker Deutschlands, der das EEG vor 20 Jahren auf den Weg gebracht hat. Und der hat gesagt, die einzige Aufgabe der Politik ist es, alle Hürden der Sonne auf dem Weg zum Verbraucher aus dem Weg zu räumen. Ja, also wir haben hier jetzt ein tolles Panel und das muss wirklich in die Köpfe jedes einzelnen Politikers rein, Hürden abschaffen, damit wir eine gute Zukunft haben und wir hier weiter im Wohlstand leben können. Du hast die Politik angesprochen. Florian arbeitet in der Politik. 20 Jahre, Politik nah, 20 Jahre in die Zukunft, ob mit oder ohne Grüne, ist eine andere Frage. Aber wie schaut Österreich aus in 20 Jahren mit 100% Erneuerbaren? Das große Bild aus Wien. Genau, Sympathieträger Wiener. Bin ich ein Wiener, muss ich gleich dazu sagen. Ich glaube, man wird es nicht sehen, sondern man wird es hören, weil es viel ruhiger ist. Also wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann, also für mich ist sozusagen immer die Vorstellung, wie schaut so eine saubere Welt aus, eine ruhige Welt. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich in Wien wohne, nahe einer Straße, die halt viel befahren ist und mich nervt das irrsinnig. Und ein kleines Kind hat das immer wieder aufwacht, wenn es Lärm gibt. Aber sozusagen, ich glaube, diese Zukunft wird eine ruhigere sein, weil elektrische Energie den Vorteil hat, und es wird halt großenteils elektrisch sein, weil elektrische Energie halt einfach effizienter in der Nutzung ist. Elektrische Energie hat die Eigenschaft, dass sie einfach ruhiger ist. Ein Elektroauto ist ruhiger als ein normales Auto. Ein elektrisch betriebener Autobus ist ruhiger als ein benzinbetriebener, oder es gibt auch gasbetriebener Autobus. Also es ist alles viel leiser. Und das ist für mich immer eine schöne Vorstellung, weil wir leben in einer sehr, sehr lauten Welt. Und wer schon mal erlebt hat, zum Beispiel eine Sonnenfinsternis, das ist für mich sehr spannend, da ist immer deutlich ruhiger, weil plötzlich alles stehen bleibt und alle Leute schauen nach oben und wollen die Sonnenfinsternis sich anschauen. Und ich glaube sozusagen, das wird eine entlärmte Welt sein, weil wir viel weniger Verbrennungsmotoren haben, die einfach ganz viel Lärm machen. Und warum es auch ruhiger sein wird, ist, glaube ich, weil sehr viel mehr Dinge automatisiert sein werden. Wir erleben das ja jetzt schon, also die Energiewende geht ja jetzt einher mit einer starken Digitalisierung und das hat auch Vorteile, weil sozusagen die Energie, wenn sie da ist, also die Sonnenenergie, die Windenergie, die Wasserkraft, Biomasse spielt auch eine Rolle, aber die Biomasse ist sozusagen variabel, aber die Energie, die da ist, die nicht regulierbar ist, das ist halt Wind, das ist Sonne, das ist Wasserkraft, die kann man nur nutzen, wenn sie da ist. Und die nutzen wir am besten so, indem wir Dinge automatisieren, dass sozusagen der Stromverbrauch dann auftritt, wenn ich sozusagen die Energie habe, also wenn die Sonne scheint, wenn der Wind geht oder wenn das Wasser irgendwo runterrennt. Und ich glaube, das wird auch einen Komfortgewinn bedeuten, weil ich glaube, dass wir uns gar nicht so viel darum kümmern müssen, wie wir da jetzt tun. Also es wird immer davon gesprochen, ich werde nicht die Waschmaschine aufdrehen, wenn die Sonne scheint, dann musst du eh nicht, das wird es eh automatisch machen. Also ich gehe stark davon aus, weil sonst... Ja. Und sehr viele andere Dinge, wenn wir auf unser Smartphone schauen, wo der Großteil jetzt schon im Hintergrund ablaufen wird, dann auch sein. Also die Energiewende, Klimaschutz ist ein starker Antrieb in Richtung Digitalisierung. Ich glaube, das muss man immer zusammendenken und es wird etwas sein, was wir einfach nur durch Komfortgewinn aus meiner Sicht merken. Ich will zwar keine rosa-rote Welt aufzeigen, ich glaube aber, Visionen sollten immer ein bisschen naiv sein und ein bisschen schön sein, weil ich halt wenig davon, dass man Zukunft aufzeichnet, die negativ ist, weil dann macht es keinen Sinn, in diese Zukunft zu gehen. Das ist ein bisschen, ich finde so zynische Sichtweisen auf die Zukunft immer schwierig, weil okay, dann sperre ich halt zu Hause ein, das bringt nichts.
Und ich glaube, was auch sein wird und sein muss, ist, es wird pluralistischer und demokratischer sein, weil man über die Energiewende viel mehr diskutieren muss. Man muss viel mehr diskutieren und das ist etwas Gutes. Wir haben leider verlernt, Diskussionen positiv zu sehen. Diskussionen sind meistens, wenn man sich das heute anschaut, negativ geframed. Da gibt es immer Diskussionen, da kommt irgendjemand mit einem Windpark und will darüber diskutieren. Da kommt jemand mit einer PV-Anlage und muss diskutieren. Ich finde das was Schönes und was Gutes. Es ist gut, dass wir diskutieren, da kommen Leute zusammen. Wo Menschen zusammenkommen, menschelt, das ist nicht immer schön, aber sozusagen, man muss diese Diskussionen führen und man muss sie ausdiskutieren. Und ich glaube, dass am Ende von solchen Diskussionsprozessen meistens ein besserer Zustand auftritt als vorher. Und was auch passiert in solchen Situationen ist, auch wenn es mühsam ist, dass mehr Transparenz reinkommt. Man diskutiert mehr darüber, man macht mehr transparent, man macht mehr sichtbar darüber. Wir haben vorher über das Thema Daten kurz gesprochen. Total trockenes Thema, aber es gibt dann auch viel mehr Daten und viel mehr verfügbare Informationen. Also wir können über viel mehr Informationen verfügen und auch das macht, glaube ich, das Zusammenleben besser. So, mein kurzes, naives Bild der Zukunft. Es gibt auch die Downsides, die begleiten uns auf dem Weg dorthin, aber das Endprodukt ist, glaube ich, ein gutes. Wir geben uns heute auch Mühe, um mit unserer Diskussion irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass man nachher mehr weiß oder vielleicht Positionen besser versteht als vorher. Lieber Dieter, du begleitest den Prozess in der Steiermark, in der Verwaltung. Wie schaut die Steiermark aus in 20 Jahren? Ich glaube, dass die Steiermark sehr viel anders ausschauen wird in 20 Jahren, aber nicht nur wegen der Energiewende. Es wird in den nächsten 20 Jahren sehr viel tun. Die Digitalisierung ist schon angesprochen worden, wird einkehren, künstliche Intelligenz wird vieles verändern. Ich glaube zum Beispiel im Verkehr, weil der Verkehr angesprochen worden ist, das Selbstfahren von Fahrzeugen wird das noch viel mehr und viel sichtbarer verändern, die Mobilität, als jetzt der Umstieg von Benzinfahrzeugen auf Elektrofahrzeugen. Man wird in Zukunft einfach nicht mehr so wie meine Generation vielleicht ein Auto besitzen müssen. Man wird sich das Auto über ein Handy, das Handy wird in 20 Jahren ganz anders ausschauen, ein Auto rufen, wenn man es braucht, oder ein muss gar kein Auto sein, Mobilitätslösungen herbeiholen, die man braucht, um nach Wien zu kommen. Man will von einem Punkt zum anderen, es ist ja nicht ganz egal, wie man hinkommt. Ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so wichtig, wie man hinkommt. Man möchte dort schnell und einfach hinkommen und will sich während dem Hinkommen jetzt nicht mit Autofahren beschäftigen. Das wird vieles verändern. Und die Energiewende wird auch sichtbar sein und wird sich auch darstellen. Ich glaube, dass man Energie viel bewusster wahrnehmen wird, wie man es jetzt macht. Energie ist jetzt da, ist einfach erreichbar. Das wird hoffentlich bewusster werden, wie man Energie einsetzt. Und vom Landschaftsbild her glaube ich schon, dass man Energie sieht. Wir brauchen Energie, das ist wichtig. Wir brauchen auch Lebensmittel. Man sieht überall in der Landschaft, dass Lebensmittel angebaut werden, dass man Lebensmittel einsetzt. Man sieht auch jetzt schon in der Landschaft, dass wir Energie brauchen. Es gibt Stromleitungen, es gibt Kohlekraftwerke eigentlich jetzt nicht mehr bei uns. Bohrtürme gibt es. Ja. Aber vor ein paar Jahren hatten wir noch Kohlekraftwerke in Volzberg zum Beispiel, das steht jetzt nicht mehr da, in Zeltweg, in St. André, in Kärnten. Es hat sich einiges geändert und es wird sich in den nächsten 20 Jahren auch noch viel ändern. Man wird sicher mehr Windkrafträder sehen, man wird mehr Photovoltaik sehen, obwohl ich hoffe, dass man die Photovoltaik gar nicht so wahrnimmt. Also ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht, dass hier die Wiesen mit Photovoltaik zugepflastert werden, sondern es wird einfach so sein, dass es ganz normal ist, dass man auf Dächern, und damit meine ich jetzt nicht nur auf Gebäuden, auch auf Tunnelportalen, auf sonstigen Bauwerken, muss es ganz normal sein, dass man, wenn man hier die Natur schon mit menschlichen Bauwerken versieht, die man braucht, dass man die auch zur Energienutzung gewinnt nebenbei. Und Photovoltaik wird sich verändern. Photovoltaik wird vielleicht gar nicht sichtbar sein. Also man kann Photovoltaik auch so machen, dass man sie hier mit den Paneelen, die hier an der Wand sind, kaum unterscheiden kann. Man wird das, ich glaube sowieso, dass die Bevölkerung diese Energiewende nicht so wahrnehmen wird, wie wir Techniker vielleicht. Also technisch wird sich einiges ändern. Es wird sich
Wir werden wegkommen von Öl und Gas, wir werden hingehen zu Strom. Wir werden 2040 wahrscheinlich annähernd doppelt so viel Strom brauchen wie jetzt. Dafür halt hoffentlich kein Öl mehr und keine Kohle mehr und kein Erdgas mehr. Dafür wird es Wasserstoff geben als Energieträger, viel mehr als heute. Ich glaube aber, dass das gar nicht so wahrgenommen werden wird. Es ist auch jetzt so, dass das, was sich im Inneren eines Kohle-Gaskraftwerkes abspielt, auch nicht so prägend ist, dass man das die ganze Zeit dran denkt. Und in Zukunft wird es halt Elektrolyseure geben, um den Strom zu speichern. Natürlich wird man Windkraftwerke sehen, aber die ganze Speicherverteiltechnik, die dahinter steht, wird, glaube ich, gar nicht so offensichtlich sein, wie man es jetzt wahrnimmt. Mhm. Und wie gesagt, es gibt viele andere Dinge, wie das autonome Fahren, die viel mehr sichtbar sein werden und die viel mehr in unser Leben eingreifen, wie die Digitalisierung und Haushaltsgeräte, die miteinander kommunizieren. Wir konzentrieren uns, hört man mich noch gut? Ja. Wir konzentrieren uns trotzdem auf die Energie, auch wenn es andere interessante Bereiche gibt, wo sich sehr viel tut. Du hast schon gesagt, Lebensmittel sieht man, da steht wo ein Maisfeld oder Getreide. Lieber Christian, auch erneuerbare Energie wird man sehen. Derzeit stehen so 100 Windräder in der Steiermark. Das werden ein paar mehr werden, hoffentlich. Und sehr viele der Flächen, die man brauchen wird, können wir auch dann gerne noch drüber reden. Cornelia hat gesagt, man muss auch größere Anlagen machen, damit der Strom billiger wird, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Dieter hat gesagt, muss man jetzt nicht die Wiesen vollpflastern, diskutieren wir gerne noch drüber. Christian, viele der Flächen, die man brauchen wird, gehören heute Landwirtinnen und Landwirten. Kannst du uns so eine Zukunftsvision für die Steiermark, für Österreich aus agrarischer Sicht geben? Sehr gerne. Jetzt erst einmal ein großes Danke, dass ich dabei sein darf. Es ist immer angenehm, wenn auch mit der Landwirtschaft gesprochen wird und nicht nur über die Landwirtschaft, weil das erleben wir ja sehr oft. Interessanterweise, gerade gestern am Abend habe ich ich habe drei Kinder und die wollen aktuell nur mit dem Papa schlafen gehen und am Abend, und da gibt es immer eine gute Nachtgeschichte, und die wachsen zweisprachig auf, Deutsch und Slowenisch. Und wir haben gerade dieses Wieso, Weshalb, Warum, die Energiewende ist gerade hoch im Kurs. Und in den deutschen Büchern gibt es kein Bauernhofdach ohne Photovoltaikanlage. Es gibt Biogasanlagen, es gibt Windräder, das ist vollkommen normal. In den slowenischen Büchern gibt es das nicht, noch nicht. Gell? Und der Eli hat mich gefragt, Papa, warum ist das so? Und habe ich gesagt, ja, weil die Deutschen das EEG viel früher bekommen haben. Und dann haben wir eine riesenlange Diskussion gehabt. Und was ich damit sagen will, ist, das ist für ihn sowas von selbstverständlich. Es ist ihm, er ist 8 Jahre alt, es ist ihm aufgefallen, dass das in den slowenischen Büchern fehlt. Obwohl die Slowenen super sind natürlich, also liebe Grüße. Aber allein das, es wird, ich glaube, dass das selbstverständlich sein wird. Also das ist, um auf das noch einzugehen. Und dass wir gar nicht so tun sollen, als ob wir die Energiewende verstecken müssen. Gell? Also diese Windräder darf man nicht sehen. Die Diskussion in Kärnten ist so skurril zum Quadrat. Also warum darf ich ein Windrad nicht sehen? Und da glaube ich, dass wir eine riesengroße Chance haben. Dass das gar nicht so spektakulär vonstatten gehen wird, sondern das wird, glaube ich, relativ unaufgeregt vonstatten gehen. Warum? Weil sich natürlich auch die fossilen Besitzstandwahrer früher oder später in die Pension verabschieden werden, die jetzt noch diverse Gremien in Institutionen dominieren, die werden älter und die Generation, die nachkommt, für die ist das dann ein Selbstverständnis. Und das ist, glaube ich, schon eine Chance auch. Also die Zeit ist auf unserer Seite, würde ich mal sagen. Ich muss immer an den ehemaligen Obmann vom EÖ, an den Herrn Büschböck, denken, der gesagt hat, ja, selbstverständlich wehrt sich das fossile System. Freiwillig werden sich die Marktanteile nicht überlassen. Und das muss uns immer klar sein. Ich glaube, dass das immer weniger wird. Umso mehr, also heftiger natürlich, aber umso mehr die Erneuerbaren an Anteilen gewinnen, freilich wird man es sehen. Und das ist, glaube ich, gerade das, um auf deine konkrete Frage zu kommen, was wir aktuell gerade in der Steiermark auch diskutieren, Vorrangzone für Photovoltaik, wo wir sagen, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht falsch machen. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht die billigste PV brauchen, sondern die intelligenteste PV. Und vielleicht dauert dann der Ausbau 1, 2, 3 Jahre länger, aber wir bringen wirklich die Flächen
ans Netz, die dafür geeignet sind. Und wir müssen aufpassen, dass wir keine ganz große Diskussion Ackerland versus BV losfachen, die wir zum Teil schon haben, weil das natürlich in den Regionen, wir haben Bezirke, wo 100, 150 Hektar ausgewiesen sind, dort wird jetzt gewirtschaftet und natürlich geben sich dort jetzt die Energieversorger die Klinke in die Hand und treiben dort den Pachtpreis in die Höhe. Und da müssen wir aufpassen, dass uns die Stimmung nicht kippt, nicht in der Landwirtschaft, wir haben in der Land- und Forstwirtschaft ein Commitment zum Thema Erneuerbare, das ist gerade für die Betriebe, für die energieautarken Betriebe überhaupt keine Diskussion. Die jetzt nachkommen und noch Landwirtinnen und Landwirte sein wollen, für die ist es auch selbstverständlich, dass sie die Ressourcen nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen. Also ich brauche bei unseren Abendvorträgen das Thema Klimawandel und Erneuerbare nicht extra bringen. Also ich brauche da keine Bewusstseinsbildung machen. Das fährt die jetzt auch nachkommen. Aber ich glaube schon, dass man dieses plakativ ausgedrückt, die Wasserkraft wurde auch nicht dort gebaut, wo die Netze sind, oder? Sondern die Netze wurden zur Wasserkraft gebaut. Und ähnlich sehe ich es auch bei der PV, auch wenn das jetzt vielleicht bewusst ein bisschen zugespitzt formuliert ist. Also jetzt einfach dorthin zu gehen, wo die 110 kV-Leitung ist, weil man am leichtesten dort mit der bestehenden Einspeise, mit der bestehenden Einspeiseinfrastruktur ins Netz kommt, da müssen wir aufpassen, dass das Thema nicht vom Tisch ist, bevor es zum Fliegen anfängt. Gell? Und da glaube ich, man kann es gut machen, wir werden es auch gut machen, aber trotzdem sollte man den Hausverstand nicht ganz wegklicken bei diesen Themen. Aha. Wir gehen jetzt dann gleich im Detail auf die PV ein, weil ich brauche, ob ich ein Windrad bauen möchte oder eine PV-Anlage, ich brauche eine Fläche, haben wir jetzt schon angesprochen. Ich brauche dann eine Genehmigung dafür, wenn es größer ist, und ich brauche einen Zugang zum Netz. Haben wir auch schon drüber geredet. Reden wir dann gleich im Detail drüber. Du hast jetzt gesagt, die Zeit ist auf unserer Seite, weil es findet der Generationenwechsel statt. Gleichzeitig ist die Zeit überhaupt nicht auf unserer Seite, wenn man an Treibhausgasbudgets und Pariser Klimavertrag denkt. Die Emissionen in Österreich stagnieren oder sinken leicht. Sie sollten eigentlich schon um 5-6% jedes Jahr sinken. Also da sind wir meilenweit davon entfernt. Und die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass der jetzige Weg, dass das noch zu wenig ist, damit wir konform gehen mit unseren internationalen Verpflichtungen. Florian, gib uns mal eine Übersicht, wo stehen wir da? Meine Beobachtung ist, es hat sich in den letzten Jahren so viel getan wie nie zuvor in Österreich. Also der Ausbau zum Beispiel der Photovoltaik hat sich verdoppelt 2021 im Vergleich zu 2020. Also da ist enormes Tempo drin, aber trotzdem sagen die Expertinnen, es geht noch zu langsam. Wo stehen wir? Ich glaube, da gibt es keine kurze Antwort drauf. Und du, wir haben Zeit. Gefährliche Drohung. Ich glaube, grundsätzlich muss man es differenziert betrachten. Ich glaube, das eine ist, bei einigen Technologien, wie zum Beispiel bei der PV, haben wir in den letzten 2,5 Jahren eine Verdoppelung zu dem, was wir in den 20 Jahren vorher geschafft haben. Bei der Windkraft, die kommt schon langsam in die Gänge und sozusagen Wasserkraft und Biomasse haben eine viel längere Nutzungshistorie. Biomasse ist überhaupt eigentlich nichts für die originäre Stromerzeugung, das ist noch mehr anders. Sozusagen, man muss das ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, was die Geschwindigkeit betrifft, die nimmt jetzt schon langsam Fahrt auf und ich glaube, nächstes Jahr werden wir sehen, ob das passt. Bei der PV bin ich der Meinung, dass die Geschwindigkeit, die aufgenommen wurde jetzt, dass die passt, so, wenn die Kurve so weitergeht. Das ist wichtig. Wir erleben bei der PV eigentlich gerade eher Wachstumsschmerzen, weil viele, viele, viele gerade draufkommen, oh mein Gott, diese Energiewende findet wirklich statt. Also ich war persönlich sehr überrascht darüber, wie viele Menschen oder wie viele Organisationen überrascht waren, dass das jetzt wirklich passiert.
das schockiert mich eigentlich nur immer, dass wir mit vielen Institutionen in Österreich darüber sprechen, die jetzt überrascht sind, dass das mit der Photovoltaik jetzt ernst gemeint ist, dass das jetzt wirklich passiert. Also es schockiert mich noch immer, weil man hätte eigentlich schon vor Jahren anfangen müssen, das quasi mitzudenken. Das fängt an bei Computersystemen, die nicht ausgelegt sind für so viele Anfragen, geht hin über MitarbeiterInnen, die nicht da sind, die Anfragen beantworten müssen und. Also so, aber das ist nun einmal so. Also deswegen glaube ich, wie gesagt, bei der Photovoltaik ist es eher Wachstumsschmerzen und man muss daran arbeiten, dass man die Hürden, die quasi die dort entstehen, wenn sie etwas ausdehnt, dass man die schnell, so schnell wie möglich wegkriegt. Bei anderen Technologien müssen wir quasi da erst hin, dass wir diese Wachstumskurve zusammenkriegen. Ich glaube, die Windenergie kommt jetzt in die Gänge. Aber auch hier, ich meine, da gibt es die Steiermark, die hat jetzt dankenswerterweise Pläne vorgelegt, die durchaus ambitioniert sind. Für 2030, 2040 noch immer nicht ausreichend, Entschuldigung. Aber halt ehrlicherweise nicht schlecht. Also das ist ja kein Blame Game. Gleichzeitig gibt es aber andere Bundesländer, die wissen noch nicht einmal, ob es Wind gibt bei ihnen oder die wollen es nicht sehen. So funktioniert das halt nicht. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, da macht es halt einfach Gesetz und zwingt alle dazu, aber so funktioniert eine Demokratie halt nicht. Du kannst nicht ständig alle Menschen zu allem zwingen. Vor allem, und das muss ich leider mittlerweile auch sagen, selbst wenn man es machen wollen würde und in dunklen Momenten hat wahrscheinlich jeder so irgendwie das Gefühl, die beste Diktatur wäre die unter mir, wo ich alle zwinge einfach, weil, wie gesagt, in sehr dunklen Momenten hat man das vielleicht. Aber natürlich, so funktioniert das Leben nicht. Und ich glaube auch, dass es nicht funktioniert demokratiepolitisch, weil, wie gesagt, ich glaube, die Demokratie basiert auf Diskurs und Diskussionen. Und wir entdecken immer wieder Hürden, die teilweise auch demografisch bedingt sind, dass es Menschen gibt, die wollen das einfach nicht. Also ein Tankstellenbetreiber hat natürlich mit einem Elektroauto keine Freude. Dumm ist, wenn der Tankstellenbetreiber in wichtigen Institutionen sitzt und die halt steuert, kommt zu Vorkommen. Ich glaube, grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg, also tatsächlich. Und ich glaube, was Veränderung braucht, nämlich Druck, und einen Druck über lange Zeit haben wir derzeit. Der Grund ist überhaupt nicht schön, aber wir haben ihn. Und dieser Druck, wir merken ja, weil so das Thema ist Allianzen. Ich finde das Beispiel immer schön, Allianzen werden geschmiedet und schmieden tust du unter Druck, also mit Hammern und mit Temperatur, also Hitze. Und das verändert etwas. Und wir merken schon, dass sich derzeit was verändert. Steiermark legt ambitioniertere Pläne vor, PV-Verpflichtung gibt es in der Steiermark, es gibt in anderen Bundesländern mittlerweile das auch. Warum es nicht alle machen, verstehe ich auch nicht. PV-Verpflichtung? Photovoltaik-Verpflichtung auf Dächern, also wenn du einen Neubau hast, dann musst du da Photovoltaik drauf tun. Es gibt lustigerweise in allen Bundesländern fast eine Art Stellplatzverpflichtung, also jedes neue Haus braucht einen Parkplatz. Es gibt aber nicht so etwas wie eine PV-Verpflichtung. Also für mich komplett unverständlich, weil zum Beispiel, ich komme aus Niederösterreich, in meiner Gemeinde bräuchte ich 2 Parkplätze. Warum zum Henker brauche ich 2 Parkplätze? Aber ich brauche keine PV. Das eine rechnet sich, das andere verbraucht Fläche. So, und also ich glaube, da sind wir eigentlich. Was wirklich noch ein Defizit ist und wo wirklich noch Arbeit zu tun ist, ist, wie man darauf hinweist, wo was zu tun ist. Weil was ich schon spannend finde, ist, dass wir jetzt in vielen Bereichen Bewegung haben, wo wir früher keine gehabt haben. Wie du sagst, du gehst irgendwo hin, über Klimaschutz brauchst du nicht mehr reden. Die Masse der Menschen hat es verstanden. Was aber ein Problem ist, sozusagen in vielen Institutionen noch immer, dass man schieben muss und dass es viele sehr fade Dinge gibt, die geändert werden müssen. Also sehr, sehr fade, sehr trockene, über die können wir, wir uns treffend lang unterhalten und finden das wahrscheinlich total toll. Wenn wir das jetzt machen würden, würden wahrscheinlich hier und auch online sozusagen die Teilnehmerzahlen massiv nach unten gehen. Wahrscheinlich synchron mit unserem Freude-Level, dass wir über das Thema reden können, aber das funktioniert das halt nicht. Und was ich spannend finde, ist, dass bei dem Ganzen, wir bauen aus, dass, wo ich noch ein großes Defizit sehe, ist, dass wir darüber reden, wer jetzt was tun muss, weil so funktioniert eigentlich ein Projekt. Also ich kann jetzt ex cathedra, liebe Bundesregierung, verpflichtet uns jetzt alle zu XYZ. Kann ich machen, dauert halt entsprechend lang, brauche ich Mehrheiten, habe ich nicht immer aus besagten Gründen, Demografie zum Beispiel. Was ich spannend finden würde, wenn wir mehr darüber diskutieren, wer muss jetzt was tun? Also wer ist jetzt wofür zuständig, wer muss jetzt was tun und wer muss jetzt sozusagen auch verändern? Ich glaube, dass das in den meisten Bereichen gar nicht so schlimm ist, sondern man einfach einmal darüber reden muss. Also wir haben seit kurzem eine Bund-Länder-Dialoggruppe in vielen Bereichen, im Bereich Wärme, im Bereich erneuerbaren Ausbau,
ich war total schockiert, wie, also ich komme nicht aus dem politischen Bereich, also ich komme nicht aus einer Partei. Ich war total erstaunt darüber, dass es sowas nicht schon vorher gegeben hat. Und das ist ja total gut, weil es gibt 9 Bundesländer, es gibt einen Bund, es wäre nicht schlecht, wenn die halt strukturiert miteinander sprechen. Und ich glaube sozusagen mit den Like-Minded-Bundesländern, also den Dieter schätze ich sehr, funktioniert das sehr gut. Und wir können darüber reden, wer ist jetzt wofür zuständig und wer muss jetzt was machen, also in dieses Projektmanagement reinzukommen. Weil ich glaube, in vielen Fällen scheitert es nicht so sehr an Nicht-Wollen oder an Unverständnis, sondern einfach nur, dass man zwingend miteinander redet und zwingend miteinander abstimmt. Die Probleme eben demografiebedingt oder aus Unwillen kommen ja später auch noch. Also die gibt es sicher auch. Sondern das ist so ein bisschen das, was mich momentan am meisten umtreibt, was mich am meisten stört im Moment, ist, dass wir die Geschwindigkeit vielleicht eh die Traktion zusammenkriegen, aber dass wir zwingend darüber reden, wo gehört jetzt welcher Schrauben gedreht. Total mechanistisch und fad. So ist das Leben. Cornelia, wollt was sagen, dann Christian. Ich möchte kurz vorher das Publikum noch mitnehmen mit einem Thema, bevor ich eine Frage an Sie beide hätte. Weil das Thema gefallen ist, ich glaube nicht, dass wir die billigste PV brauchen und da würde ich gern die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mitnehmen. In der Photovoltaik gibt es eine riesige Größenskalierung. Ja? Also eine Haushaltsanlage produziert um 10 Cent pro Kilowattstunde, eine Gewerbeanlage um 5-6 Cent pro Kilowattstunde und eine große Freiflächenanlage um 4-5 Cent pro Kilowattstunde. Und ich glaube schon, dass einem das bewusst sein muss in dieser Diskussion, was wollen wir da? Und es ist eben gut, wenn man sagt, wir hätten gern Parkplatz-PV und wir sollen bitte versiegelte Flächen nehmen und Deponieflächen, dann wird der Preis einfach gerade in der Parkplatzecke zum Beispiel verdoppelt. Ja, dann produziere ich nicht um 4 Cent, sondern um 10 Cent. Ja. Das macht für einen Industriebetrieb einen riesen Unterschied. Ja. Und ein Haushalt, da ist jetzt noch nicht so schlimm, ob ich jetzt um 8 oder 10 Cent produziere, aber in der großen Wirtschaft geht es darum, bleibt der Standort erhalten oder geht man woanders hin, wo die Bedingungen für Erneuerbare besser sind. Das passiert schon. Ja. Also wir sehen, die Industriebetriebe gehen dorthin, wo große Windparks sind, wo große PV-Flächen sind. Und ich würde schon gern auch noch einmal diskutieren hier, ob wir jetzt wirklich die teure PV wollen oder die günstigere. Also ich glaube, wir brauchen beides. Also es geht sich nicht aus mit den Flächen, die zoniert sind, reicht ja ohnehin noch nicht. Ja. Also auch das, was jetzt am Tisch liegt, da würde mich interessieren, wie haben Sie das geschafft? Weil die Steiermark ist ja tatsächlich, also man sieht wirklich massive Unterschiede in den Bundesländern, je nachdem, wie die Landesregierung tickt und mit welcher Vehemenz und Engagement das Thema vorangebracht wird, gibt es viel Ausbau oder wenig. Ja, es ist wirklich eklatant. Da kann man wirklich ganz viel ablesen, nur an den Ausbauzahlen in den Bundesländern. Und da würde mich interessieren, wie habt ihr das geschafft, auch Landwirtschaftskammer mit dem Land, um jetzt auch in diese Zonierung zu kommen. Die ist ja schon mal ein großartiger Schritt, aber ich höre da, dass auch das ist noch nicht durch, oder? Also sollen jetzt die Flächen, die zoniert sind, gebaut werden oder nicht? Wir haben in Niederösterreich ja auch die Zonierung und die Gemeinden wehren sich noch immer. Ja? Also die Gemeinden sagen noch immer, gefällt uns nicht, wollen wir nicht. Also es ist ja, selbst die Zonierung reicht noch nicht aus, um teilweise diesen Ausbau zu machen. Mich würde interessieren, reicht das in der Steiermark und wie haben Sie das geschafft oder was ist auch das Ziel, wie nehmen Sie die Bevölkerung noch mit oder wie nehmen Sie diese Diskussion noch mit und wo kommt jetzt dieser Drive her? Oder was können Sie den anderen Bundesländern mitgeben, wie sie auch da ein bisschen in die Gänge kommen können? Bitte gleich, der Christian wollte vorher schon. Okay, passt gut. Wenn ich richtig erinnern kann, habe ich gesagt, wir brauchen die intelligenteste Photovoltaik und nicht die billigste Photovoltaik. Intelligenteste Photovoltaik impliziert für mich nicht automatisch die teuerste Photovoltaik. Warum sage ich das? Wir haben in der Steiermark, und aktueller könnte die Diskussion heute nicht sein und die Frage auch nicht, ja gerade dieses Sachprogramm Photovoltaik aufliegen, wo diese Zonierung zum Entwurf festgelegt wurde. Es hat ungefähr 850 Hektar, die derzeit ausgewiesen wurden, wo man sich das ausschaut. Das läuft noch bis Mitte, Ende März, wo man die Stellungnahmen abgeben kann. Die Hälfte der ausgewiesenen Fläche ist in landwirtschaftlichen Vorrangzonen. Landwirtschaftsvorrangzonen sind vor Jahren geschaffen worden für die
Produktion von Nahrungsmitteln. Deshalb der Name landwirtschaftliche Vorrangzone. Es gibt auch den Konsens, dass wir in 5 Kategorien laut elektronischer Bodenkarte, dass die erste und die zweite Bonität heraus sind. Weil ich glaube, dass es damit einfach kein Commitment bei der Bevölkerung gibt, wenn wir mit der BV auf das beste Ackerland hingehen. Das ist das eine. Da gibt es Diskussionen, wir haben Abendveranstaltungen und die Palette reicht von perfekt, mehr davon, bis das ist das Letzte, was wir brauchen. Je nachdem, wie sind auch die Betroffenheiten. Gell? Es gibt natürlich Eigentümer, die jetzt auf einmal ihre Flächen in dieser Zonierung finden und wie bereits gesagt, jetzt 2-mal am Tag Besuch vom Energieversorger bekommen und der legt dann immer noch 1.000 da drauf für die Pachtfläche. Also 10, 12, 14.000 Euro pro Jahr, pro Hektar zum Teil, je nachdem wieder, wo das liegt, mit Umsatzbeteiligung, ohne Umsatzbeteiligung. Und das meine ich damit, da müssen wir extrem aufpassen, dass wir hier nicht etwas Gutes machen wollen, aber das impliziert ja auch Folgewirkungen, wenn ich jetzt als Betrieb, als Eigentümer 10, 15 Hektar hergebe, dann gibt es einen Bewirtschafter, der es bis jetzt bewirtschaftet hat, gell? Der die Flächen gebraucht hat. Das heißt, ich sage dem, okay, es war jetzt zwar nett die letzten 20 Jahre, aber diese Flächen bekommt jetzt ein anderer. Jetzt kann man sagen, das ist der Markt, wie auch immer. Und darüber muss ich diskutieren, ob ich da nicht eine Diskussion in eine Branche reinbringe, weil wenn ich mich als Betrieb weiter bewirtschaften will, ich brauche eine Fläche, wenn ich Tiere habe, wenn ich andere Sachen habe, dann gehe ich auf Flächensuche. Und dann bringe ich eine Diskussion rein, wo ich sage, das ist auf Dauer etwas schwierig, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Parallel dazu haben wir allein in der Steiermark 500 Hektar landwirtschaftliche Dachflächen, die wir sofort mit BV bestücken könnten. Funktioniert aber nicht, weil die Einspeisekapazitäten, weil die Netzinfrastruktur zu schwach ist. Das heißt, Landwirte melden 180, 200, 240 kW Peak an und bekommen dann eine Zusage für 14 kW Peak, weil sie irgendwo gerade im Bergbaugebiet, wo wir über der Nebelgrenze sind, wo wir ideal sind und mir tut das Herz weh, wenn ich durch die Obersteiermark fahre und die Stalldächer sehe, wo überall Photovoltaik raufgehört. Gell? Und das ist so, das befeuert die Diskussion ein bisschen. Das heißt, wir sagen, wir wissen, glaube ich, es gibt den Konsens, dass der Flaschenhals der Energiewende in der Netzausbau ist. Und dass es mit dem Netzausbau in den nächsten Jahren deutlich, deutlich offensiver vorangehen muss. Und es ist ja natürlich spannend, dass gerade die letzten Jahre sich darüber aufgeregt haben, dass es zu viel Netzausbau gegeben hat und die Netzentgelte gestiegen sind, jetzt auf einmal über Nacht monieren, wo denn die Netze sind, dass die Wirtschaft die Netze braucht. Und das sind halt alles Sachen, die wir jetzt aufarbeiten müssen. Gell? Das heißt, wir hätten Flächen, wir hätten Dachflächen, wir hätten Hangflächen. Also wir haben über 90.000 Hektar Dachflächen beziehungsweise 90.000 Hektar Flächen, landwirtschaftliche Flächen, Hutweiden, die schwer zu bewirtschaften sind, wo die Landwirte froh wären, wenn sie dort 2-3 Hektar BV hin positionieren könnten. Und das ist quasi das zweite oder dritte Standbein vom Betrieb. Das heißt, ich habe einen Bergbauernbetrieb und habe nebenbei noch 4-5 Hektar BV. Ich glaube, das ist ein Einkommensmodell, was okay ist. Aktuell ist es eher so, dass sich das halt auf 2-3 Bezirke verdichtet. Und wie gesagt, dort gibt es Diskussionen. Wir haben die Pachtdiskussion und die geht von, also da ist alles dabei. Aber ich glaube, wenn wir da nicht rauskommen aus dem Entweder-Oder, ja, das muss dann uns sein. Es müssen alles, wo der Netzausbau schon da ist, voll rein. Und dann, also das meine ich mit, ja, es ist uns lieber, dass wir das viele Geld für Energie ins Ausland schicken, als dass das jetzt jemand kurzfristig, es wird ein paar Profiteure geben, die vielleicht mehr verdienen jetzt, weil sie gerade in der glücklichen Lage sind, dass sie ein Grundstück haben, das mit einem Netzanschluss verbunden ist. Und es geht, also wir brauchen ja nur im größten Verhältnis zu schaffen, wir brauchen 9 Gigawatt am Dach und ca. 20 auf der Freifläche in der Endausbaustufe. Ja, also jetzt, können wir jetzt drüber streiten, würde mich interessieren, wie so die Summen
Volumen sind, was, wie viel Gigawatt braucht man im Freiland und wie viel auf der Dachfläche. Meine Analyse ist 29. Das heißt, wir brauchen diese 20 Gigawatt und da ist dann egal, ob man, und es sollen 10 sein, aber wir brauchen alles, was jetzt schon möglich ist, so schnell wie möglich. Ja? Und dann wird auch Geld da sein, um den Netzausbau für die entlegenen Regionen zu machen. Aber jetzt das eine zu verhindern, um das andere zu... wir müssen, was geht, volle Kanne raus. Ja? Dieter, ganz kurz, kannst du uns noch, gehen wir noch einen Schritt zurück. Was war die Überlegung bei dieser Zonierung, wo man jetzt dann, es geht ja um größere PV-Anlagen ab 10 Megawatt, glaube ich, wo man die bauen darf und wo nicht, auf landwirtschaftlicher Fläche oder nicht? Also grundsätzlich einmal vielen Dank für das viele Lob für die Steiermark, ich nehme das gerne mit. Warum geht es in der Steiermark und wieso geht es in anderen Bundesländern nicht so gut? Muss man sagen, wir haben offensichtlich eine Politik, die sich auch verantwortlich fühlt und sich auch dazu bekennt, seinen Teil dazu beizutragen. Wir haben im Erneuerbaren Ausbaugesetz drinnen 11 Terawattstunden Photovoltaik, die ausgebaut werden sollen. Der Anteil der Steiermark, die Steiermark braucht, um damit Österreich das Ziel erreicht, haben wir mit ca. 3000 Hektar Photovoltaik insgesamt festgelegt und das ist jetzt ungefähr ein Drittel davon soll auf Dächer kommen, hat man sich festgelegt. Ich muss denken, das Programm ist auch eine Diskussion, die sich jetzt über 1,5 Jahre ungefähr gezogen hat. Also es geht nicht von heute auf morgen, um so etwas politisch zu entscheiden. Habe ich gesagt, ungefähr ein Drittel aufs Dach, ein Drittel auf große Flächen über 10 Hektar, das sind diese 850 Hektar, die der Christian angesprochen hat, die sind quasi vom Land schon für Photovoltaik gewidmet. Und hier hat man gesagt, wo beginnen wir? Es gibt Hemmschuhe beim Ausbau. Ich bin auch beim Florian, dass der Photovoltaikausbau durchaus in die Gänge gekommen ist, auch gut funktioniert, aber es gibt Hemmschuhe. Ich habe teilweise nicht das Personal, ich habe teilweise nicht das Material. Im Moment gibt es Wechselrichter immer noch Probleme, zum Beispiel, um die zu bekommen. Und ich habe das Netz als Hemmschuh. Und darum ist man in der Steiermark den Weg gegangen, dass man gesagt hat, man weist diese 850 Hektar in der Nähe von Umspannwerken aus, weil dort habe ich schon Infrastruktur, dort beginne ich einmal. Das heißt jetzt nicht, dass das dann immer so weitergeht. Das war jetzt einmal der erste Schritt. Und das dritte Drittel, also Dach, Großflächen und das dritte Drittel wird von den Gemeinden in kleineren Flächen ausgewiesen werden. Das ist so der Zugang der Steiermark. Das Sachprogramm liegt jetzt zur Stellungnahme auf, da gibt es jetzt eine Einspruchsfrist noch ein paar Wochen und dann hoffen wir, dass das noch vor dem Sommer beschlossen wird. Und wie war jetzt die Überlegung, weil das war ja absehbar, dass dann in der Landwirtschaft Debatten geben wird. Also man hat gesagt, die besten Flächen nehmen wir raus und mittelgute Flächen dürfen rein. Was hat es da für Debatten gegeben? Ja, da hat es viele Debatten gegeben. Gehen wir überhaupt von den landwirtschaftlichen Flächen weg. Es ist natürlich so, dass man sich dann entschieden hat, wir gehen zur Infrastruktur, zur Leitungsinfrastruktur, zu Umspannwerken und die sind natürlich auch dort, wo landwirtschaftliche Flächen sind. Wir brauchen nur einen sehr, sehr geringen Teil der landwirtschaftlichen Flächen, aber das war der Kompromiss, dass man gesagt hat, man bleibt in der Nähe von den Umspannwerken und nimmt einen Teil der Flächen, nicht die besten Flächen, mit. Es hätte auch andere Ansätze gegeben, Agro-PV-Anlagen zum Beispiel. Hier wäre aber die Fläche viel mehr verteilt gewesen und man hätte hier mit dem Abtransport über die Netze größere Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, dass man das in einer nächsten Stufe noch viel mehr angehen wird. Der Christian kommt gleich. Nach 2030 ist es nicht aus, sondern ja, dann wird es also erst richtig spannend. Das Lichtzeug sind ja ohnehin Endausbaustufe. Ja. Ich würde nur gern kurz ins Detail gehen, in dieses Beispiel, Christian, das du gebracht hast. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein Landwirt in der Steiermark, ich habe meinen Betrieb ausgebaut, eine halbe Million Euro Kredit aufgenommen, um die Finanzierung zu gewährleisten. Wenn man überleben will als Landwirt, muss man oft größer werden, nimmt Flächen dazu. Und dann
kommt jetzt der Energieversorger und sagt meinem Nachbarn, von dem ich die Fläche gepachtet habe, ich zahle da 5-10 Mal so viel wie der Nachbar. Ist dann verständlich, dass man das dann macht. Wir haben alle gerne Geld. Gibt es da irgendeinen Umgang damit? Oder muss man einfach sagen, die Welt verändert sich, Energie muss irgendwo herkommen, die Flächen dafür, für die sind Energieversorger bereit, viel zu zahlen. Quasi jede Veränderung hat gewisse Verlierer, ist einfach so? Ich würde gerne nur reingrätschen, weil ich finde, wir fokussieren jetzt gerade sehr stark auf eine Technologie, PV, in einer Nische Landwirtschaft. Aber wenn wir schon da sind, fühlen wir uns wohl und bewegen wir uns ein bisschen drin. Ich finde, sozusagen einen Bärendienst, den man dem ganzen Thema tut, ist die Flächen klein zu halten. Und man tendiert dazu, die Flächen klein zu halten, weil man die Leute nicht erschrecken will. Ich kenne das selbst auch. Ich habe eine Bürgerinitiative gegründet für einen Windpark. Also gibt es auch. Ich war das. Und ich habe das gemerkt, einfach, dass sozusagen auch in der Zonierung, zum Beispiel in einigen Bundesländern, man ist immer geneigt, die Flächen klein zu halten, weil man glaubt, die Bevölkerung geht da nicht mit und man überfordert die Bevölkerung. Und ich glaube, das ist eine grundfalsche These. Deswegen bin ich auch nicht so der Freund davon, von es sind 9 Gigawatt auf die Dächer und 20 in der Fläche oder 11 oder 12 oder 13 oder 14, abgesehen davon, dass niemand was mit den Zäunen anfangen kann, ist relativ klar, sicher und evident wissenschaftlich, wir werden einfach eh alles brauchen, was da ist und in the long run nämlich. Und deswegen bin ich ja nicht so der Freund von 2030 sind wir fertig und deswegen danke. Und wenn wir jetzt in der Landwirtschaft sind, glaube ich, muss man auch trennen. Das eine sind technische Probleme, Netzzugang und so weiter. Und wie gesagt, ich bin selber überrascht, wie überrascht plötzlich alle sind, dass die Photovoltaik, die global funktioniert, bei uns auch funktioniert. Offensichtlich sind viele überrascht und kommen gerade drauf, sie hätten eigentlich schon vor Jahren anfangen müssen, haben es nicht gemacht, gut, sei dahingestellt. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass das schneller geht. Deswegen wurde ja das UVP-Gesetz geändert. Unter anderem. Aber ich glaube, das Zweite ist, und das ist UVP-Gesetz, Umweltverträglichkeit. Umweltverträglichkeit, Prüfungsgesetz, danke. Wir neigen ja dazu, solche Gesetze richtig spannend zu nennen, deswegen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Es gibt dann auch noch viel spannendere auf Landesebene, Elektrizitätsgesetz und so weiter. Also das ist Kessel-Einbau-Verbotsgesetz. Verbotsgesetz ist immer super. Wurscht, also da müssen wir ein bisschen üben. Und ich glaube, dass das ein technisches Thema ist, also das, und das kann man lösen, an dem muss man arbeiten und da muss man drucken, dass das was wird. Und ich glaube, das andere ist das Zwischenmenschliche und das hast du durchklingen lassen und du gesagt, dieses Neidthema. Und ich glaube, dass das Thema, und das ist in der Landwirtschaft sicher noch mal stärker, weil klassischerweise natürlich Quadratmeter in der Hand, also nicht in der Hand, aber freie Quadratmeter, die nicht bebaut sind mit einem Gebäude, sehr oft Landwirten und Landwirtinnen gehört, noch nicht. Und ich glaube, und wir haben deswegen auch extra Förderungen dafür gemacht, das ist mir sehr wichtig, PV und Flächennutzung für die Landwirtschaft, aber auch für Wiesen, für Tierhaltung oder einfach für Brachwiese oder für Biodiversitätsflächen, das ist kein Ausschluss. Das geht kombinieren und das ist kostentechnisch, sind wir da fast bare, dass sozusagen eine Fläche einfach verbauen und eine Fläche doppelt nutzen funktioniert. Ich glaube, was es braucht, ist sozusagen, und da schaue ich ein bisschen in eure Richtung, in die Richtung muss man sicher noch was tun. Und das ist jetzt gar kein No-Pressure, und also ich würde es gar nicht Blame geben oder sonst irgendwas, sondern das ist sozusagen im die Landwirtschaftskammer und die Länder, glaube ich, können da sehr viel und wir machen gern Förderungen und was auch sonst notwendig ist. Ich glaube, dass man das gestalten kann. Was ich nur nicht möchte, ist, dass der Eindruck entsteht, dass es sie ausschließt. Also wenn ich eine PV auf einer Landwirtschaftsfläche habe, kann ich die nicht nutzen, weil wir haben das sehr oft, das Narrativ in der Fläche, dass Leute glauben, wenn ich irgendwo eine PV hinknalle, dann ist das eine versiegelte Fläche und zubetoniert. Das stimmt gar nicht und das ist auch nicht notwendig. Aber ist es nicht so, dass Agri-Photovoltaik, also drunter laufen die Schafe oder da stehen Himbeer oder Obstbäume, dass die deutlich teurer sind wieder, hat man dann nicht wieder das Kostenproblem? Das kommt darauf an. Also wir haben jetzt in den Förderprojekten, die wir gehabt haben, gesehen, dass die Kosten, je nachdem wie du es nutzt, sehr wohl sehr nahe dran sind. Weil das ist halt Material, von der Errichtung ist es je nach Technik nicht wirklich bis extrem aufwendig, also da gibt es alle Bandbreiten, aber es geht sehr gut kombinieren und die Mehrkosten sind jetzt vergleichsweise überschaubar, also wir kommen da in eine Degression rein. Vielleicht dann noch eins, der Christian, dass ich mich reinmelde.
Wir haben eine Vorzeigeanlage in Heideck, das ist eine landwirtschaftliche Schule. Und es gibt durchaus Synergien auch. Also ich habe die Photovoltaik, die drüber ist, dort über Obstkulturen, bringt einen gewissen Hagelschutz. Es bringt da im Winter ein bisschen von der Temperatur her. Also das Ganze kann sich auch ergänzen und ist nicht widersprüchlich. Mhm. Christian, du wolltest schon lange was sagen. Ja genau, im Prinzip wollte ich auch mit Headache starten. Also ich glaube, es sind keine Art und Weise gegen die Photovoltaik auf der Freifläche gerichtet. Und der Dieter wird das wahrscheinlich bestätigen, dass wir gerade als Landwirtschaftskammer in der Steiermark seit Jahrzehnten, also unser Referat für Energie, Klima und Bioressourcen gibt es seit 30 Jahren, haben mit einer Person angefangen, es sind jetzt 9 Personen. Also es gibt ganz, ganz einen starken Fokus, dass wir auch bei den Betrieben draußen sind. Und die Angst der Betriebe, und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man das auch rückmeldet und auch in solchen Panels einmal auch ausspricht, ist einfach, dass die Fokussierung des Netzausbaus dorthin geht, wo die Freiflächen ausgewiesen sind und dass Betriebe, die aktuell nicht so attraktiv liegen, auf der Strecke bleiben. Das ist die Angst und das muss man ansprechen dürfen. Das heißt, ich werde immer wieder bei Abendveranstaltungen, wo es von Publikumsseite her durchaus turbulenter zugeht als heute hier. Sage ich mal, gerade unser Klientel ist ja auch bekannt dafür, dass es recht direkt mit der Meinung rausrückt und dann hat man auch gar nicht so viele Möglichkeiten zu flüchten. Und da denke ich mir, diese Angst muss einfach genommen werden, dass ich sage, ja, es hat die Freifläche dort, wo sie Sinn macht, eine Berechtigung. Wir brauchen die PV im Gewerbe und wir brauchen die PV im Bergbaugebiet oder beziehungsweise im Bergbauerngebiet, muss ich sagen. Das ist so dass man das mitnimmt, dass sich Landwirtschaft immer verändert hat, ist vollkommen klar. Ja, die Diskussionen gibt es jetzt drinnen. Es ist der Eigentümer, die Eigentümerin schlussendlich, die entscheidet, was mit der Fläche passiert. Und das gibt Diskussionen. Wo wir aufpassen müssen, da möchte ich noch mal kurz einhaken, was der Florian uns gesagt hat, was du, Florian, du gemeint hast, wir reden da über ein Spezialthema. Natürlich reden wir jetzt gerade über dieses PV-Thema. Wissend, dass es in der Gesamt, also wenn man die Steiermark hernimmt mit 60 Terawattstunden, also 60 Milliarden Kilowattstunden Bruttoinlandsverbrauch, haben wir davon ca. 30% Erneuerbare und da drinnen macht die PV 3-4% aus. Also was ich damit sagen will, selbst wenn wir die PV verfünffachen, haben wir ganz, ganz einen wichtigen Beitrag geleistet, aber unser Problem noch nicht gelöst. Und dieses, wir brauchen 2.000, 3.000 Hektar Flächen, das ist total schwierig. Ich habe das letzte Mal beim Abendvortrag gesagt, ich habe das Gefühl, das, was wir derzeit machen, ist das Aufwärmen vorm Ankick. Gell? Also das ist noch, ich glaube, die Rakete startet erst. Also dass es mit diesen 800 oder 1.800 oder 3.000 Energieagentur hat für die Steiermark jetzt 9.800 Hektar in den nächsten 10, 12, 13 Jahren ausgewiesen. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Wie öffnen wir das? Gell? Nicht, dass wir das irgendwie falsch öffnen und dass dann, es gibt ja auch Bürgerinitiativen gegen Projekte, Florian, nicht nur für. Habe ich gehört, in der Steiermark nicht. Aber das meine ich. Ich habe nur Angst davon, dass man jetzt irgendwie unkontrolliert so 30, 40 Hektar Parks wohin knallen und das Thema dann irgendwie so einen negativen Spin kriegt, dass es schwer wird, weitere Sachen zu bauen. Also in keinster Art und Weise gegen den Ausbau der PV, ganz im Gegenteil. Aber das habe ich damit gemeint, mit intelligent vielleicht, dass man ein paar Hektar weniger macht, aber die picken und einfach auch die Leute beteiligen. Das bin dafür dann kürzer. Die Leute beteiligen, wenn ich jetzt höre, dass ein Energieunternehmen in der Obersteiermark einen Windpark bauen möchte, und dann ist es eine Infoveranstaltung und man sagt zur Gemeinde, ja, dafür kriegt ihr aber eine neue Mountainbike-Strecke. Da muss ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Beteiligung, gell, für die Gemeinde. Also ich glaube, dass man da die Leute auch mitnehmen muss und zwar wirklich mit, dass sie es auch spüren, also dass es auch Sinn macht. Mhm. So zum Thema Beteiligung, wie nimmt man die Leute mit, was kommt da auf uns zu, gibt da jetzt schon oft Protest. Gehen wir noch darauf ein, ich möchte nur kurz in den Kontext drücken, auch wenn die Photovoltaik jetzt noch einen ganz kleinen Anteil hat an der Energieproduktion, weil wir jetzt in einer Stunde drüber reden, um klarzumachen, dass das nicht irgendwie so eine Kleinigkeit ist. Es ist trotzdem die Energieform, die am stärksten ausgebaut
wird voraussichtlicherweise, oder sind sich eigentlich alle Experten einig, in den nächsten 20, 30 Jahren. Also das ist neben der Windkraft das große Thema beim Energiemix. Ich würde gerne in die Runde schmeißen, so jetzt haben wir geredet, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, vielleicht gerade in der Landwirtschaft, der Eigentümer ist der große Gewinner, der kriegt 10.000 Euro am Hektar. Das stimmt ja nicht, ich habe noch nie gehört, dass das wirklich bezahlt wird, also das würde ich jetzt, diese okay. Zahl würde ich wirklich, das ist gefährlich, ja, also da schüren wir wirklich, aber dass das... Wir haben die Verträge in der Landwirtschaftskammer aufliegen, weil die ja bei uns reinkommen. Also das stimmt, ich würde ja niemals zu einer Diskussion mit Andreas Sator gehen und da nur irgendwas erfinden. Also ich bin ja kein... Das gibt es, das ist nicht, das sind die Spitzen. Ja, das sind die Spitzen, die aber auch dann sich einfach von Niederösterreich zum Teil hereingeschwappt sind. Und vom BIS, also das sind dann zum Teil mit Beteiligungen dabei, aber es nimmt einfach... Was man damit sagen muss, ob es das dann 18, 12, 14.000 sind, es nimmt Dimensionen an, die einfach deutlich über dem sind, was in gewissen Gegenden üblich ist. Und das macht das Ganze dann ein bisschen toxisch, das ist das Problem. Aber jetzt allgemein an euch als Runde gefragt, wie, wenn wir zum Thema Unlikely Alliances, wie schaffen wir in der Gesellschaft, in den verschiedenen Gruppen, in den nächsten Jahren stärker das Bewusstsein. Wir haben darüber geredet, in der Steiermark gibt es weniger politisches Aufschreien gegen diese Technologien als anderswo. Also in Tirol, in Vorarlberg steht kein einziges Windrad, in Salzburg wird das erste gebaut, in Kärnten 10, in Oberösterreich gerade mal 30 und das Bundesland ist riesig. Und wie wir jetzt sehen, es gibt dann immer wieder Fälle, wo es natürlicherweise zu Konflikten kommt. Florian, du hast gesagt, gehört einfach dazu, müssen wir diskutieren, ausdiskutieren. Mich würde interessieren, was kommt da auf uns zu von diesen Debatten in den nächsten Jahren und wie geht man politisch, aber auch unternehmerisch dann damit um, um das klein zu halten und möglichst viel Unterstützung für den Ausbau der erneuerbaren Energie zu gewinnen. Wer mag? Vielleicht ich ganz kurz, so kurz wie möglich. Also ich glaube, das Wichtigste ist politische Verantwortung übernehmen, weil ich sehe sehr oft, dass, also ich glaube, man hat, mit einer kurzen Anekdote beginnend, irgendwann in den 90ern, bitte nicht fragen wann, ich weiß es nicht mehr, hat in meiner Gemeinde, das war damals eine recht kleine Gemeinde, jemand sein Haus blitzblau gestrichen. Es gab eine anonyme Unterschriftenaktion, warum der jetzt sein Haus blau streicht. Das heißt, was ich mit dem blöden Beispiel sagen will, ist, es gibt quasi immer jemanden, der sie findet, der sie an etwas stört und den ich wahrscheinlich nicht überzeugen will, weil jemand, der sich so an einem blauen Haus stört, naja, also da kann ich argumentativ jetzt nicht recht viel tun. Und das heißt, das wollte ich vorher sagen, es wird immer Diskussionen geben und ich muss mit denen erwachsen umgehen und ich muss politische Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das passiert, und du hast es vorher gesagt, mit der Aufwärmrunde. Ich glaube, wir sind auch, was das betrifft, noch in der Aufwärmrunde. Weil ich sehe in den Bundesländern, wo, und auch bundesseitig, wenn sozusagen Politiker, Politikerinnen, und das geht von der Ministerin bis hin zum Bürgermeister, Bürgermeisterin, wenn da Verantwortung übernommen wird und sozusagen auch klar die Message ist, okay, wir wollen da jetzt was machen und man steht dazu, dann hat die Bevölkerung auch den Eindruck, okay, das ist quasi for the greater sake. Ich meine, deswegen wähle ich Politikerinnen, dass sie halt etwas tun, was das Land halt weiterbringt. Und was ich sehe, ist, dass in Bundesländern, wo das eben weniger passiert, dann natürlich auch deutlich mehr Konflikte entstehen und die Konflikte auch nicht, sozusagen auch nicht moderiert werden. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es für Bürgermeister, für eine Bürgermeisterin extrem schwierig ist, wenn da jetzt, keine Ahnung, ein BV kommt, der große, oder ein Windpark kommt. Ich meine, das ist plötzlich ein riesiges Projekt in einer Gemeinde, die vielleicht, weiß ich nicht, 1.000 Einwohner hat oder sowas, das überfährt dich. Das, was wir machen, bundesseitig machen wollen, und also schon machen und machen wollen, ist, und das auch teilweise mit den Energieagenturen der Länder, mehr Beratungen anbieten, auch für die Gemeinden, sozusagen, dass du besser informieren kannst, dass du mehr Informationen holen kannst und dass du die Leute einfach einmal mitnehmen kannst, was das betrifft. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, weil ich glaube, wie gesagt, die Diskussion zulassen ist sehr wichtig und akzeptieren, dass Diskussionen gut sind. Was ich aber glaube trotzdem wichtig, und nicht glaube, sondern weiß ich, wichtig ist, Politiker, Politikerinnen müssen sich ja hinstellen. Und ich habe das sehr spannend gefunden, unpopuläres Beispiel. Ich war mit meiner Chefin irgendwann in Salzburg und da hat es jahrelang diese Diskussion gegeben um die 380 kV-Leitung. Und jetzt komme ich aus der Energiewirtschaft. Es tut mir leid und wir können das gerne noch diskutieren, wenn jemand anderer Meinung ist.
das ist einfach notwendig. Das Ding ist notwendig. Und die Chefin hat dann halt gesagt, wir brauchen die Leitung, also das ist jetzt so. Also wir können jetzt noch länger darüber reden, das wird jetzt nicht mehr besser. Es gibt quasi so einen Berg an Evidenz und man muss sich an Evidenz halten, weil sonst ist man rein in der Fantasie. Also man muss einfach evidenzbasiert arbeiten. Das ist jetzt notwendig und es war wichtig, dass sie das gesagt hat, aber das war die erste Energieministerin in Jahrzehnten, die das gesagt hat. Mhm. Es gab vorher noch nie einen Politiker, eine Politikerin, die das gesagt hat und sich hingestellt hat. Und das geht einfach nicht. Und man sieht, und das Beispiel von Diktatur, du hast das ja quasi unabhängig von mir gesagt, politisch gibt es einen Auftrag, politisch gibt es einen Auftrag, das zu tun, das Commitment, dass wir etwas tun, es gibt eine Zielvorgabe und dann wird das gemacht. Mhm. Und ich glaube, das braucht es halt quer durch die Institutionen. Und ich weiß, dass das schwer ist, ich mache das selber mit, es ist sehr schwer, man muss da sehr viel Druck machen, man muss sehr viele Leute überzeugen und man muss gegen viel Widerstand, ich nehme das einfach mit, dass die Demografie das irgendwann einmal entscheidet, weil die Leute halt einfach in Pension gingen. Aber es kommen leider auch Widerstände nach. Also es gibt auch junge Menschen, die durchaus Beton anrühren. Und sozusagen, also da muss man halt drüber, aber da braucht es das politische Commitment. Also um es zum 27. Mal jetzt zu sagen, ich glaube, es braucht sozusagen von Top-Down und Bottom-Up das politische Commitment, dieses Projekt, Klimaschutz, Energiewende jetzt durchzuziehen. Und keinen Sidestep, wie man es vereinzelt sieht in Oberösterreich, gutes Beispiel, wo halt ein Landesrat der Meinung ist, er braucht keine Windkraft. Das geht sich rechnerisch nicht aus. Also er muss halt einfach liefern. So, also das ist einfach, die Naturgesetze geben das nicht her, dass das ohne geht. Fertig. Also dieses Commitment braucht es einfach. Und das müssen die Leute auch, Menschen auch einfordern. Klare Kommunikation der Politik, Christian, dann Dieter. Ich glaube auch klarer Fokus, also das sowieso, klares Commitment, wirklich durch die Reihen und auch klarer Fokus, wie frame ich das, gell? Also wirklich die PV-Anlage, das Windrad und jetzt, sei mir noch erlaubt, kurz mein Spezialthema, die Biomasse mit reinzunehmen, damit der größte aktuelle inländische Energieträger nicht ganz untergeht. Und warum sage ich das? Wir haben in der Steiermark 620, 625 Biomasseheizwerke und Nahwärmeprojekte. Das ist Weltrekord. Es gibt keine Region weltweit, die so eine Dichte an Heizwerken und Nahwärmeprojekten hat. Trotzdem wächst noch mehr Wald zu, als wir nutzen, auch immer ganz wichtig. Warum sage ich das? Nicht, um irgendwie mit der Brechstange die Biomasse in die Diskussion hereinzubringen, was man vielleicht am Interessensvertreter unterstellen könnte. Fakt ist, wir haben die höchste Dichte an Biomasseheizwerken in der Oststeiermark. Und zwar dort, wo das ausgegangen ist. Also wo die Leute gesehen haben, was ist das? Das kenne ich, das funktioniert. Da habe ich 3, 4 kleinere Investoren aus dem Gewerbe, aus der Landwirtschaft querbeet ein, die haben eine Rohstoffausstattung, das ist dann gebaut worden. Und da ist auch das Framing ganz anderes. Also wenn ich das wirklich positiv besetze und natürlich auch, also nur mit positiv besetzen, sprich eine Abendveranstaltung zu machen, wie schön ein Windrad ist, das wird zu wenig sein. Aber ich muss dann einfach, wenn ich dann 30, 40, 50, wir haben 70 Cent pro kWh bezahle als Betrieb, auf meiner Stromrechnung, dann will er als Gegenleistung keine Mountainbike-Strecken haben, sage ich. Gar nichts, weil ich bin begeisterter Mountainbiker. Aber ich sage, da muss einfach mehr, also ich muss da die Betroffenen, und das ist auch wieder so ein Wort, das ich nicht mag, aber mitnehmen und nicht zu Betroffenen machen, sondern zu Verbündeten. Das klingt jetzt schon fast politisch, aber das ist einfach so und das merken wir. Wir haben über 100 Klima- und Energiemodellregionen in Österreich. Wir haben 60 Klimawandelanpassungsregionen. Die Leute sind ja bereit. Also es gibt ja Infoveranstaltungen. Ich sage, diese Infrastruktur ist da. Und da braucht es einfach wirklich ein ganz starkes Commitment und ein bisschen weg von dem Klein-Klein. Weil wenn ich in Diskussionen, wo die Bundesländer da zum Teil zusammen sind und dann das eine Bundesland sagt, ja, bei uns Windkraft ja und Freiflächen ja und das Nachbarbundesland sagt,
Windkraft, nur wenn sie nicht gesehen wird, und Freiflächen sowieso nicht, dann ist das jetzt nicht unbedingt stringent im politischen Wording. Gell? Und dann komme ich natürlich auch als Bürgerin, als Bürger drauf, dass ich mir denke, naja, ist das wirklich so gut, was um es beim Namen zu nennen, wir Steirerinnen und Steirer machen, wenn das die Kärntner gar nicht so gut finden, was jetzt gerade schwierig ist, weil ich Kärntner bin, aber whatever. Du weißt da, was ich hinaus will. Also da würde ich mir schon ein bisschen mehr Stringenz erwarten. Und wie du eingehend gesagt hast, time is on our side or not on our side. Also sprich, ja, einerseits vom Commitment her, natürlich ist die Zeit auf unserer Seite, vom Akt des Handelns besser sofort als morgen. Das ist vollkommen klar. Aber es ist gerade dieses klare Botschaften, ganz klare Botschaften. Und es gibt einfach keinen Plan B. Also das ist kein Klimaschutz zu betreiben und kein erneuerbaren Ausbau zu betreiben, ist einfach keine Option. Das, über das brauche ich nicht diskutieren. Das ist die fossile Sackgasse. Und das ist etwas, wo ich sage, da ist jede Diskussion drüber vollkommen überflüssig. Und das muss man den Leuten ganz klar zumuten. Weil wenn man das den Leuten nicht zumutet, dann ist man nicht ehrlich. Und jetzt so zu tun, wir sind über den Winter gekommen mit dem Erdgas und hin und her, nein. Gut, dass wir drüber gekommen sind, aber damit ist das Problem um 0,1 Promille kleiner geworden. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Also es ist kein Plan B. Es gibt keinen Plan B. Der Plan A ist Klimaschutz und erneuerbare Ausbauen. Das ist die Botschaft. Ich komme nochmal zurück auf die Frage, wie bringen wir es zusammen und können die Bevölkerung mitnehmen und stoßen da niemand vor den Kopf. Ich glaube nicht, dass man einfach auf Teufel komm raus ausbaut und dort, wo es am billigsten ist, ausbaut, sondern es muss gesteuert werden, wie man ausbaut. Es ist angesprochen worden von dir, wir brauchen nur einen Bruchteil der Fläche. Ja. Und wir sollten uns überlegen, welche Flächen nehmen wir. Und das gehört politisch gesteuert und es ist der Weg, den wir in der Steiermark gehen mit diesen Sachprogrammen. Wir sind zwar im Wind gegangen, über den Wind haben wir jetzt noch nicht viel gesprochen, auch dort gibt es schon zwei Sachprogramme, wir haben jetzt das dritte gestartet. Und da werden Flächen ausgewiesen, wo man Wind bauen darf in der Steiermark. So wie bei der Photovoltaik. Und was man in der Diskussion jetzt dann immer wieder nicht so anspricht, ist, es sind Flächen ausgewiesen, wo man Wind und Photovoltaik machen kann, aber es sind viel, viel größere Flächen gleichzeitig ausgewiesen, wo man keinen Wind machen darf und soll und wo keine Photovoltaik hinkommt. Und das müsste man auch der Bevölkerung mehr mitteilen, dass man dort durchaus bewusst vorgeht. Wo machen wir was und wo machen wir nichts? Nur am Ende des Tages muss die Fläche rauskommen, die wir brauchen, um in die Zukunft zu gehen. Das muss auch überbleiben. Und zur Bundesländeraufteilung ist ein schwieriges Thema. Wir haben einen Bund-Länder-Dialog. Florian hat schon angesprochen. Da diskutieren wir gerade über diese Aufteilung zwischen den Bundesländern. Das wird nur so gehen, dass man sagt, was brauchen wir österreichweit, welches Potenzial hat jedes Bundesland und das soll dann dieses Potenzial umsetzen. Man darf jetzt nicht sagen, wir haben schon 100% erneuerbare Energie in einem Bundesland. Solche Bundesländer gibt es in Österreich. Das sind die Bundesländer, die keine Industrie haben und vielleicht das Glück haben, dass sie ein großes Windangebot haben, wie im Osten von Österreich. Wir in der Steiermark, wir haben hier leider keine Donau, oder leider, wir haben keine Donau. Ob es leider ist, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Wir haben auch keine Drau. Und wir haben nicht das Windangebot zum Beispiel vom Burgenland und wir haben sehr viel Industrie. Das heißt, wir werden uns schwer tun, jetzt 100% erneuerbaren Strom zusammenbringen, dort werden sich andere leichter tun. Das heißt, man muss sich wirklich zusammensetzen und schauen, wo ist das Potenzial und das ist auch kein leichter Dialog, den wir hier führen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir den zusammenbringen und dann, wenn man weiß, wie groß ist das Potenzial, was man in dem Bundesland aufbringen soll, dann soll es dem Bundesland überlassen bleiben, ob es sagt, ich mache jetzt mehr Wind oder mehr Photovoltaik. Das Ganze sind ja kommunizierende Gefäße. Bevor wir noch zu Publikumsfragen kommen, liebe Cornelia, wie bringen wir die Leute hinter die PV und überzeugen sie auch davon, dass Freiflächenanlagen notwendig sind? Ja, ich glaube, es ist das meiste schon gesagt. Es muss diese klare Ansage kommen, es ist keine Alternative, außer wir wollen Diktaturen unterstützen und uns abhängig machen. Also die Alternative ist eben, einen Krieg zu finanzieren. Und was
eine Idee, die ich jetzt schon öfter gehört habe. Man sagt einfach jeder Gemeinde, ihr müsst so und so viel Energiehektar zur Verfügung stellen, könntest ihr aber auch anderen Gemeinden zur Verfügung stellen, wenn sie es selber nicht machen wollt. Das finde ich eine spannende Idee, wo man sagt, wenn es die eine Gemeinde, wo es nicht so viel passt, aber eine andere Gemeinde hätte größere Flächen, wo man sich da auch durchaus abtauschen kann, aber in Summe jeder eine Verpflichtung für eine Energieraumplanung hat und Hausnummer 5 Hektar zur Verfügung stellen muss. Sowas fände ich eine spannende Idee. Was eben ganz wichtig ist, dass den Leuten klar ist, nur so können wir günstige Energie haben und unseren Standort erhalten. Ich glaube, das ist das alte Narrativ, Erneuerbare machen den Strommix teurer, das ist ja schon uralt und ich glaube, dass das auch noch nicht jeder wusste bis jetzt, dass die Erneuerbaren wirklich die günstigste Energieform und nicht nur die sauberste. Und da gehört wirklich Kommunikation. Technisch ist alles klar und ich bedanke mich für alle, die auch da sind heute und das auch weitertragen. Das ist eine Chance, wirklich als Gesellschaft sauber und auch wirtschaftlich weiterzukommen. Vielen Dank. So, und wir gehen jetzt ins Publikum und bis sich jemand meldet, würde ich mal um einen kleinen Applaus für mein Podium bitten. Wir haben auch ein Mikrofon, ja genau, bitte der Herr mit den langen Haaren. Ja, hallo. Meines Erachtens wird zu wenig global gedacht, woher kommen die Photovoltaikprodukte? Da hat die europäische Industriepolitik komplett versagt, weil die kommt nämlich auch aus einer Diktatur, hauptsächlich aus China. Und da würde ich gerne fragen, wie die Zahlen sind, wo die Produkte überall herkommen, ob da von Podium jemand Bescheid weiß. Danke. Cornelia, magst du? Sie haben völlig recht, die europäische Industriepolitik hat hier völlig versagt. Man hat in Europa die Kunden gefördert und in China haben es die Firmen gefördert, damit die Milliardenkredite bekommen, um Erzeugungsanlagen zu bauen. Es kommen die Module aus Asien. Der Unterschied ist, wenn sie mal da sind, sind sie da. Also wir sind jetzt, die können das nicht abdrehen. Wenn wir schaffen, die Bürokratie, die in Europa große Industrieunternehmen behindert, wieder aufzubauen, dann nehmen wir gern europäische Produkte, aber da hat tatsächlich die Industriepolitik versagt. Und wir haben die Module, die aus Asien kommen, wir haben die Unterkonstruktion, die aus Österreich, der Schweiz kommen, wir haben Wechselrichter, die aus der ganzen Welt kommen. Also wenn wir es schaffen wollen, werden wir auch mit höheren Kosten geringfügig rechnen müssen. Es wäre gut, wieder eine Produktion aufzubauen, aber die Zeit haben wir jetzt auch nicht. Also wir müssen jetzt nehmen, was da ist und die Fehler der Vergangenheit können wir im Moment nicht rückgängig machen. Der Herr vor Ihnen im grünen Pullover, danke. Ja, bei mir ist das ähnliche Thema. Ich arbeite für eine Menschenrechtsorganisation Südwind und wir beschäftigen uns vor allem im Elektroniksektor mit den Rohstoffextraktionen im globalen Süden. Und für mich ist die Energiewende natürlich auch notwendig. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das sozusagen nicht im Fokus ist, wie es den Leuten auf der anderen Seite der Welt geht damit, weil es ist jetzt schon durch den Ausbau der Elektromobilität eine vermehrte Extraktion von Rohstoffen notwendig. Das passiert hauptsächlich im globalen Süden, in China und in Lateinamerika und in Asien und dort sind die Verhältnisse menschenunwürdig. Und wenn wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln wollen, dann müssen wir, wenn wir jetzt eine Energiewende vollführen, auch eine Wende hin zu Achtsamkeit mit den Menschenrechten zusammenbringen. Genau, das wollte ich einfach einbringen. Also ich glaube schon, dass es auch günstig sein muss, dass die Energiewende gut verkauft werden kann, aber dass alles gleich billig bleibt und wir weiterhin auf dem Rücken des globalen Südens unseren Wohlstand erhalten, da sind wir jetzt dagegen und ich hoffe, einige schließen sich uns an. Danke. Mag jemand darauf reagieren? Also das ist ein allgemeingültiges Statement. Insofern, also ich unterstütze Sie und sage, das ist ein allgemeingültiges Statement. Ich glaube, das sollte überhaupt unser Ziel sein. Ich finde, das passt zur vorherigen Frage ganz gut.
ich muss nur anzeigen, der größte Konsument von seltenen Erden und von Lithium etc. ist das Smartphone und der Akku da drin. Bei der Elektromobilität sind wir da noch lange nicht, beziehungsweise noch nicht. Was ich spannend finde in dem Kontext ist, dass wir da gerade ein neues System de facto aufbauen, vergleichsweise. Also ich bin im fossilen System seit über 120 Jahren. Dieses erneuerbare System, das neue mit Wind und PV und eben mit viel Akkutechnologie, die halt Ressourcen bindet, sind wir jetzt, ich würde mal sagen, in einer Industrialisierung seit 10 Jahren, 20 Jahren. Länger würde ich gar nicht nach hinten gehen, weil Industrialisierung heißt wirklich hochgradig, große Fabriken und so weiter. Und was ich jetzt sehe, ist, dass diese Diskussion gerade massiv Vordrang aufgenommen hat und auch in der Europäischen Union, dass es plötzlich Standards gibt, dass man schwer daran arbeitet, die Standards einzuhalten, auch Kreislaufwirtschaft. Das heißt Urban Mining sozusagen, aber auch versucht, diese Rohstoffe wiederzugewinnen und so weiter und die jetzt auch schon in den Produkten mitdenkt. Das ist eine Chance, die man bei der Entstehung von neuen Industrien hat. Also sozusagen, ich gebe Ihnen vollkommen recht, sozusagen, aber ich möchte Ihnen auch irgendwie einen Ausblick geben. Ich habe das Gefühl, dass das momentan schon am Schirm ist und dass daran gearbeitet wird. Was so, und vielleicht, wenn man das wichtig ist, es wird derzeit auch daran gearbeitet, die Industrie wieder zurückzuholen, also auch die PV-Industrie nach Europa. Es gibt da einen großen Hersteller mittlerweile von PV-Panelen und es soll mehr geben. Also sagen, da gibt es ja Vorschläge von der Europäischen Union, die sich jetzt weiterentwickeln. Was wir aber tun müssen, um diese Diskussion wirklich erwachsen zu führen, ist, wir müssen darüber reden, dass Energie was kosten wird. Weil die Folge des, warum ist diese PV-Industrie nach Asien abgewandert? Weil wir halt nach dem Prinzip leben, das Billigste ist das Beste und das Billigste wird bei Dingen, die wir halt herstellen müssen, produzieren müssen, wird sehr oft die Region sein oder die Gegend sein, die nicht demokratisch ist, die auch Sklaverei-ähnliche Zustände hat oder Sklaverei hat, weil wir halt gewohnt sind, wir wollen es billig haben und da akzeptieren wir, wenn quasi die Downsides halt outgesourced werden. Und das ist genau das, was in der PV-Branche da sehr stark passiert. Und wir haben diese Diskussionen auch in Österreich geführt. Leute, billig heißt nicht besser. Ich bin sehr froh darüber, dass auch große Wirtschaftsvertretungen mittlerweile draufgekommen sind, dass billig und besser nicht unbedingt immer dasselbe ist. Auch wenn das noch immer weiter weg ist, dass das, was man sozusagen nach außen sagt, auch das ist, was man nach innen vertritt politisch, bin ich der Überzeugung, dass das schon langsam auch dort sickert, dass es gut ist, dass Dinge einen gewissen Preis haben, weil man dann sozusagen mit dem Preis ja auch was mitkauft. Qualität, Wertschöpfung, Arbeitsplätze und ehrlicherweise aus meiner Sicht eines der wichtigsten Dinge, nämlich Nachhaltigkeit im Gesamten, also auch was das Soziale betrifft. Insofern ist es gut, wenn Sie den Punkt bringen, es ist gut, wenn man darüber diskutiert. Ich glaube, die Chance, die sie bei den Erneuerbaren bietet oder bei der Energiewende insgesamt bietet, ist, und wir haben das in der Vergangenheit ja bei anderen Technologien in dem Bereich auch gelernt, kurzer Schlenker zur Biomasse, Nachhaltigkeit habt ihr ja erfunden in der Forstwirtschaft quasi. Man kann solche Dinge ja kopieren, man kann bei neuen Technologien quasi lernen und die Dinge besser machen. Wo es nicht geht, wo es auch nicht mehr gehen wird, ist bei der fossilen Energie. Gas, Erdöl kriege ich nicht sauber. Kann ich machen, was ich will. Das wird immer schmutzig sein und immer Leichen im Keller haben. Christian, ein bisschen kürzer. Ansonsten noch unterstreichen, den der Florian gesagt hat, ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, dass die Energie jetzt natürlich auch einen neuen Preis bekommt. Natürlich wissen wir, dass wir das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, auf Dauer so nicht aushalten können. Und ich glaube, das ist auch volkswirtschaftlich unmöglich haltbar. Das ist vollkommen klar. Aber diese zum Teil auch Dumpingpreise, und vielleicht hat ja auch, vielleicht müssen wir es als Branche, als erneuerbaren Branche zum Teil auch ein bisschen selber an der Nase nehmen, dass wir sehr oft auch mit diesem Kostenvorteil geworben haben. Gell? Also das war immer wieder, Erneuerbare müssen günstiger sein. Und ich habe dann oft das Thema gehabt, wenn Ölheizerinnen und Ölheizer zur Beratung kommen und umsteigen, dann soll der neue Brennstoff günstig sein, sauber sein, regional sein, immer verfügbar sein. Also alles, was Erdöl nicht war. Und der neue Brennstoff muss jetzt aber alles abdecken. Gell? Und da habe ich gesagt, ihr seht ja schon, dass das jetzt ein bisschen schwierig ist. Gell? Und dann vielleicht noch um 50 Cent oder was auch immer den Liter oder umgerechnet, das geht sich halt nicht aus. Und ich glaube, wir müssen trotzdem, einerseits ist es eine Chance, dass wir da sehr gute Standards einführen. Und gerade beim, weil der Florian die Biomasse erwähnt hat, Erneuerbare 3-Richtlinie, RED 3, haben wir gerade das Thema, wie können wir
du hast mal den ÖV aufgeklickt jetzt, also wie können wir Bewirtschaftung weiter auch, aktive Waldbewirtschaftung auch in Europa ermöglichen? Alles, was wir nicht machen, beziehungsweise, also wir können die Probleme nicht outsourcen. Also es ist nur, was bei uns irgendwie Limits gibt, dass das, wo in China, wo dann passiert, ist nicht der Wunsch. Also wie gesagt, die Industrie zurückholen in allen Sparten, ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Noch Zeit für ein, zwei Fragen, bitte. Müller, mein Name. Ich finde es super, dass diese Diskussion stattfindet und dass vor allem auch über Beteiligung gesprochen wird und über die Kommunikation in der Politik an sich. Jetzt haben wir sehr viel über Technologie gesprochen, über die Erneuerbaren, spezifisch nur auf die Technologie. Gibt es denn auch schon Dialoge, Kommunikation in der Politik, aber auch in der Bevölkerung, um insgesamt einfach weniger Energie zu verbrauchen? Also mal statt immer nur auf, decken wir ab, was wir bisher brauchen und noch mehr, sondern denken wir mal gemeinsam darüber nach, um unser Leben so zu gestalten, damit wir weniger Ressourcen insgesamt in unserem Alltag verbrauchen und auch in der Industrie natürlich. Dieter, magst du vielleicht? Ja, also die Diskussion gibt es natürlich. Energieeffizienz, Energiesparen sind große Themen, wo wir auch dran sind. Wir machen Bewusstseinsbildung seit vielen Jahren in dem Bereich. Auch die EU gibt es vor. Efficiency First ist ein Wunsch. Aber hier wirklich zu sparen, da gibt es einen großen Hebel, das ist der Energiepreis. Diesen Hebel kann man fahren. Man sieht jetzt, die Energiepreise sind hoch. Ganz ehrlich muss man sagen, die Energiepreise sind wahnsinnig hoch jetzt im Moment. Trotzdem sieht man nicht viel weniger Autos fahren zum Beispiel. Auch wenn der Diesel jetzt 2 Euro kostet, ist nicht viel weniger gefahren worden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber man sieht, dass das ein ganz ein schwieriges Feld ist. Also wir beackern dieses Feld sehr lange und intensiv, aber es ist ein sehr schwieriges Feld, um das zu beackern. Aber man muss hier den Hebel unbedingt ansetzen. Und wenn ich so Dinge höre, auch wie E-Fuels, wo jetzt kommt immer wieder, E-Fuels, das heißt, ich mache aus Strom Wasserstoff, mit CO2 mache ich dann eine Flüssigkeit und man kann dann das auch einsetzen zum Heizen. Ja, das kann man machen, aber hier habe ich leider einen Faktor 5, 6 mehr, den ich an Energie brauche. Und über diese Dinge machen wir uns schon Gedanken und das haben wir auch im Blickwinkel, darum wollen wir zum Beispiel auch E-Fuels nicht zum Heizen einsetzen. Christian? Also ich glaube, danke für die Frage. Die Effizienz und das Senken des Energiebedarfs, Verbrauchs ist irgendwie so wichtig, dass es schon fast selbstverständlich ist, dass man es jetzt nicht einmal mal extra erwähnt. Das heißt aber nicht, dass man es nicht im Fokus hat. Ich glaube, dass es da zwei Levels gibt. Auf der einen Seite, so nehme ich das wahr, von gewerblicher Seite, Industrieseite und auch von landwirtschaftlicher Seite, wo wir merken, also wenn wir auf dem Hof, auf den Höfen draußen sind, dann sagen wir als erstes, kennst du alle deine Verbraucher? Weißt du, was deine wichtigsten Energieverbraucher sind? Schau, dass du den Energieverbrauch um ein Drittel reduzierst oder um die Hälfte und den Rest machst mit Erneuerbare. Das ist so die Philosophie. Das ist aber nicht, weil er jetzt das Klima rettet, sondern das ist einfach eine Energiekostenbremse am Betrieb. Also das spürt der Betrieb selber und da haben wir noch, ich glaube, das ist einfach eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Ich glaube, dass das im Gewerbe, in der Industrie, auch in der Landwirtschaft zum Teil leichter umsetzbar ist, weil man es einfach an einen großen Hebel hat und dass das im privaten Bereich enorm schwierig ist. Also weil man sagt ja auch, dass die Energiepreise der letzten Monate, aber vielleicht hat der Florian da neuere Zahlen, ja jetzt nicht zu den ganz großen Einsparungen geführt haben. Also wenn man hört, wie viel wir haben gestern oder in den letzten Tage die Zahlen bekommen, Außenhandelsdefizit Energie 17,5 Milliarden Euro. Also was wir ins Ausland überweisen, 17,5 Milliarden Euro im Jahr 2022, das ist richtig, richtig viel Geld. Und da sehe ich einfach ein enormes Potenzial. Also ich sehe beim Gewerbe, in der Industrie, in der Landwirtschaft, sehe ich das einfach aus einem rein betriebswirtschaftlich durchaus, was ja absolut opportun ist, also dass sie das machen. Um einfach, wir sagen unseren Betrieben, wenn ihr wettbewerbsfähig bleiben wollt, dann schaut, dass eure Energiekosten in den nächsten 10, 15 Jahren planbar sind.
Und deshalb auch eher der Fokus auf die energieautarken Bauernhöfe, also einfach sage, umso weniger Energie ich als Betrieb zukaufen muss, umso planbarer werde ich auch. Das ist so unsere Philosophie, wie wir das angehen. Vielleicht nur ganz kurz und der Versuch einer Antwort. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte bei dem. Das eine ist technisch, die technische Lösung. Und ich glaube, warum wir so viel über die erneuerbare Energienerzeugung, vor allem Strom, ich wollte eigentlich über die Stromerzeugung gesprochen haben, ist, weil diese Effizienzgewinne vor allem durch Elektrifizierung erreicht werden einerseits. Das ist einfach so, also wenn ich zum Beispiel, jetzt nehmen wir ein banales Beispiel, wenn ich einen Verbrenner hernehme, verbraucht der, wenn ich Benzin tanke, bis zu 6-mal mehr Energie als ein Elektroauto. Das heißt, einsparen kann ich durch technische Lösungen und das wird sehr stark dadurch sein, dass wir halt Produkte, die halt mehr Energie verbrauchen, ersetzen durch Produkte, die deutlich weniger Energie verbrauchen. Und das ist vor allem sagen, der größte Hebel, sagen, ist in diesen Bereichen die Elektrifizierung. Und Sie haben aber in Wahrheit, glaube ich, wenn ich das interpretieren darf, auch sehr auf Suffizienz- und Verhaltensänderungen angespürt. Und ich glaube, das hast du auch gesagt, das dickere Brett. Wir haben da einige Initiativen laufen, die Bundesländer haben einige Initiativen laufen. Sie können also Klimaaktiv ist die Initiative, die wir haben, die sozusagen Verhaltensänderungen auch mitnehmen soll. Wenn Sie Vorschläge und Ideen haben, wie man in dem Bereich besser werden kann, be my guest. Was ich wirklich nur vermitteln möchte, ist, also ja, haben wir am Schirm, an dem arbeiten wir auch die Länder. Individuelle Verhaltensänderung ist eins der schwierigsten Dinge, die mir bekannt sind, die man machen kann. Übergeordnet, ich könnte es natürlich verordnen, ich kann die Leute sozusagen unter Anführungszeichen dazu geht. Also wir haben andere Sachen quasi, man darf den Nachttopf nicht mehr auf die Straßen leeren seit dem Mittelalter. Hat auch funktioniert. Also da hat es dann auch sozusagen Verordnungen und Gesetze gegeben. Also menschliches Verhalten muss ja so organisiert werden, auch über Gesetze und Verordnungen kann man machen. Ist genauso schwierig. Also alles, was in die Richtung geht, ist wirklich sehr, sehr schwierig, sehr, sehr aufwendig, bewegt sich wenig. Heißt nicht, dass es nicht passiert, dass es nicht gemacht wird. Also wir arbeiten auch daran, wenn es gute Ideen gibt, wirklich, ich glaube, kann man gerne kommen und uns die pitchen sozusagen. Wir versuchen, die auch mitzunehmen. Ich sehe leider wirklich, dass obwohl das Bewusstsein da ist, der Menschen, Klimaschutz ist notwendig, die Klimakrise ist ein Problem, die Energiepreise sind hoch, dieses Verhalten, dieses menschliche Verhalten sind bis dato noch nicht so großartig stark geändert hat und dass wir da noch massiv schieben müssen, dass sich da was bewegt. Und wir kommen jetzt noch zu einer ganz, ganz kurzen Schlussrunde, 30 Sekunden pro Person. Die Leute, die da sitzen, die zu Hause zuschauen oder zuhören, auch in meinem Podcast Sonnenstahl, wo man das dann nachhören kann, kurze Werbeeinschaltung. Also was können Leute, die gerne mithelfen wollen, die einen Beitrag leisten wollen bei diesem Thema Energiewende, wie kann man helfen, wie kann man mitmachen? Cornelia, magst du vielleicht anfangen? Kann man von hinten anfangen? Gerne. Dieter wollte was sagen oder Christian? Ich kann gerne anfangen. Also wie kann man mithelfen? Wir haben es angesprochen, weniger Energieverbrauchung ist das, was man tun kann und was wirklich immer einfach geht. Es ist ein Riesenpotenzial da, wir haben Energieberatung. 10% einsparen ist ganz leicht möglich. Senken Sie die Temperatur um 1 Grad und Sie sparen 6% bei der Wärme. Es muss kein Haus so gebaut werden, dass es gekühlt werden muss. Das kann man wirklich jeder für sich einfach machen. Und wenn man wirklich ein neues Haus baut, bitte schauen Sie auch, dass Sie erneuerbare Energie nutzen. Setzen Sie Ihre Mobilität so ein, und damit meine ich jetzt gar nicht mit einem Elektroauto fahren, fahren Sie mit dem Radl, wenn es zu ist, oder fahren Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt? Stell auf die Uhr. 30 Sekunden. Ja, die Botschaft vor allem von meiner Seite jetzt bewusst aus dem land- und forstwirtschaftlichen Bereich kommend. Also wir haben wirklich die Vision, dass wir unsere landwirtschaftlichen Betriebe in Zukunft so als Versorgungszentralen im ländlichen Raum positionieren. Das heißt, die Bäuerin, der Bauer als Produzent von Nahrungsmitteln, als Produzent von Wärme und von Strom. Und da will ich einfach darum bitten, dass man wirklich aktiv Kontakt aufnimmt, dass man das mit unterstützt und einfach den Part, das Potenzial, was da liegt, auch abholen kann. Florian? Ich glaube, diese Can-Do-Attitude stärker mitnehmen. Also wir wissen, dass es geht, wir wissen, dass wir schon alles haben, was wir brauchen.
Das heißt, nicht so sehr darüber reden, warum es nicht geht oder wo es nicht geht. Das bringt uns irgendwie nicht weiter, sondern mehr darüber, okay, wie machen wir das jetzt, was tun wir? Also mehr in dieses Can-Do rein, das ist sehr wichtig. Wir hören dauernd, wo es nicht geht. Es geht, wir wissen, es geht, es ist umsetzbar. Und ich glaube, da draufbleiben, ich glaube, diese Message kommunizieren an die Politik, an Institutionen, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, also die Sozialpartner sehr stark kommunizieren, hey, liebe Leute, wir wollen das jetzt, wir wollen das, wir wollen, dass ihr euch dafür einsetzt. Das ist in einer Demokratie wirklich notwendig und ich arbeite in einem Kabinett, ich kriege täglich Mails, unzählige Mails, wir versuchen alle zu beantworten, was möglich ist, aber wir nehmen sie wahr, das heißt, machen sie sich, verschaffen sie ihrer Stimme Gehör und tun, das ist das, was Menschen am meisten unterschätzen, die Kraft, die sie haben, wenn sie ihren Wunsch artikulieren an diese Institutionen. Bitte nicht Sozialpartner vergessen. Cornelia. Ja, werden Sie Botschafterin, Botschafter der Erneuerbaren, in meinem Fall der Solarenergie, fragen Sie jeden, der noch keine Anlage hat, warum, gerade Unternehmen, das ist eine gesellschaftliche Verantwortung mittlerweile, nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch der Gesellschaft gegenüber und dem Unternehmen gegenüber und da eben, es ist immer so, wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege, wir helfen dabei, diese Wege zu machen und hinterfragen. Fragen Sie, warum es so ist und wie man es denn besser machen kann. Es gibt wirklich keinen Grund mehr, es nicht zu nutzen. Wir müssen jede Dachfläche nutzen, aber auch einige Freifläche und hier auch das Verständnis in die Bevölkerung bringen. Vielen Dank für die Diskussion. Ich danke fürs Kommen und noch einen schönen Nachmittag.